Heute reden wir über die Grenzen der Unterordnung. Ich weiß, dass diese Frage sehr vielen unter den Nägeln brennt. Gibt es eine Grenze für die Unterordnung? Ja, es gibt diese Grenze. Nur liegt sie in der Regel nicht dort, wo wir sie vermuten. Die Grenzen der Unterordnung sind dort erreicht, wo die übergeordnete Instanz von uns verlangt, Dinge zu tun, die gegen die höchste Instanz gerichtet sind. Also Dinge, die Gottes Geboten und Gottes Willen widersprechen. Oder wenn diese Instanz von uns verlangt, Dinge zu unterlassen, die Gott uns gebietet. Jede uns übergeordnete Autorität überschreitet nämlich ihre Kompetenz, wenn sie von uns Dinge verlangt, die dem Willen des Höchsten, der höchsten Instanz widersprechen. Denn jede menschliche Autorität ist Gott untergeordnet. Ob es ihr passt oder nicht, ob sie damit einverstanden ist oder nicht. Jeder Ehemann steht unter Gottes Macht und Aufsicht. Alle Eltern sind dem Vater im Himmel für ihren Umgang mit ihren Kindern verantwortlich. Jeder König, jeder Präsident, jeder Minister oder ein anderer Regierungsbeamter ist dem König aller Könige unterstellt und wird ihm einmal Rechenschaft ablegen müssen. Ja, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt werden. Wenn also der Ehemann seiner Frau verbietet zu beten oder die Bibel zu lesen und zum Gottesdienst zu gehen, dann muss die Ehefrau sich in diesen Punkten ihrem Ehemann nicht unterordnen. Denn Gott will, dass jeder Christ betet, die Bibel liest und die Gemeinschaft der Gläubigen nicht verlässt. Denn, so lesen wir es in der Schrift, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Wenn ein Chef von seiner Sekretärin verlangt, dass sie lügt und dem Kunden sagt, der Chef ist nicht im Haus, obwohl er im Büro nebenan sitzt, dann muss sie in diesem Fall ihrem Chef den Gehorsam verweigern und Gott gehorchen, denn Gottes Wort sagt, du sollst nicht lügen. Wenn der Arzt von einer OP-Schwester verlangt, bei einer Abtreibung zu assistieren, dann muss die OP-Schwester in diesem Fall ihrem Chef den Gehorsam verweigern und Gott gehorchen. Denn Gottes Wort sagt, du sollst nicht töten. Hier überschreitet der Arzt als Chef seine ihm von Gott gegebene Kompetenz. Denn man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Das ist die einzige Grenze der Unterordnung. Und diese Grenze gilt für jede Beziehung und für jede Instanz. Wir wollen noch kurz überlegen, was ist Unterordnung nicht? Unterordnung ist erstens nicht Ausdruck der Minderwertigkeit. Fälschlicherweise wird Unterordnung aber oft genauso verstanden als Ausdruck der Minderwertigkeit. Das ist verkehrtes, sündiges, menschliches Denken. Der Sohn Gottes ist wesensgleich mit dem Vater, auch wenn er sich dem Vater unterordnet. Die Frau ist wesensgleich mit dem Mann und gleichwertig mit ihm, auch wenn sie sich ihm unterordnet. Die Kinder sind ja auch nicht minderwertig, nur weil sie Kinder sind und sich den Eltern unterordnen müssen. Und die Bürger eines Staates sind nicht weniger wert als die Regierung, auch wenn die Regierung die Machtposition von Gott erhalten hat. Unser Denken ist zu stark vom Egoismus und von der Welt geprägt. Wir setzen Unterordnung oft automatisch mit Minderwertigkeit gleich. Es ist für uns sofort eine Kränkung und mit Unterdrückung verbunden. Doch im Himmel kommt niemand auf die Idee, Unterordnung mit Minderwertigkeit, Kränkung oder Unterdrückung zu verbinden. Dort im Himmel ist es Gottes gutes, weises, unentbehrliches und herrliches Regierungsprinzip, das dem ganzen Himmel und der Welt der Menschen eine Stabilität und eine verlässliche Struktur gibt und uns vor Anarchie und Selbstzerstörung bewahrt. Zweitens, Unterordnung ist kein Freibrief zur Unterdrückung und Ausbeutung.
Um sicherzugehen, dass wir mit unserer Einschätzung nicht falsch liegen, müssen wir immer auf das göttliche Modell der Unterordnung schauen. Der Sohn Gottes ordnet sich seinem Vater unter, aber da ist keine Spur von Unterdrückung oder Ausbeutung. Die Engel ordnen sich dem dreieinigen Gott unter. Die Engel ordnen sich auch dem Erzengel unter, aber da ist auch keine Spur von Unterdrückung oder Ausbeutung. Der Mensch ist Gott, seinem Schöpfer, untergeordnet. Aber unterdrückt Gott den Menschen oder beutet er ihn aus? Nein. Halten wir also fest. Unterordnung ist kein Freibrief zur Unterdrückung oder Ausbeutung.